diese scheiß Invisibility, ey. Das geht mir so hart auf den Sack, ey. Meine Fresse. Okay, sehr gut jetzt. Okay, ja, weiter Text. Wo waren wir? Ist der, kann ich eigentlich mal, wenn wir gerade schon mal dabei sind, mein Testhosting. Die Seite ist echt immer noch down. Oh Gott. Oh mein Gott, haben wir schon eine E-Mail geschrieben? Ich meine, ich habe ja immerhin deren Server runterfahren lassen. Nein, natürlich nicht. Ich habe jetzt sogar schon 3 E-Mails geschrieben mittlerweile. Aber irgendwie kommt da gar nichts. Hier, wir können mal gucken. Serverliste, mein Testnet. So, ja, hier, mein Test, Hosting. Kein einziger Eintrag. Normalerweise waren immer mindestens 7 Server hier erreichbar. Also hier in der Liste. Versteckte gab es noch wesentlich mehr. Die hosten ja viele, also mindestens 100 Server. Und alleine in der Liste waren immer mindestens 7 Einträge von denen. Und jetzt sieht man ja hier von MyTest Hosting. Müsste dann hier irgendwo stehen. Aber kein einziger Eintrag. Ja, das ist irgendwie ein bisschen suboptimal, sage ich jetzt mal. Aber ist er leider so. Ich sag, ich hab dir schon 3 E-Mails geschrieben. Mehr kann ich nicht machen. Vielleicht haben sie auch einfach manuell jetzt 10 Server down genommen, um das Problem erstmal zu beheben. Weil ich, wie gesagt, ich habe dir ja 3 E-Mails geschrieben. Da habe ich ja so ein bisschen geschildert, was, wo der Problem lag, wobei es passiert ist und wie man das beheben kann und so. Vielleicht setzen sie auch einfach nur gerade mein Rat in die Tat um. Reimt sich gerade. Nice. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier runter. Kassieren nochmal richtig für Fallschaden. Und jetzt gehen wir hier rauf. Ich brauche noch übrigens eine Treppe nach oben. In den zweiten Stock, also in die Erdgeschoss, in die Dachboden. Ach, wir kommen doch hier rauf. Ah, nice. Ja, stimmt, hier fehlt doch noch eine Reihe. Fuck. Okay, komm, dann machen wir jetzt ganz einfach. Machen wir einfach das da. Und jetzt sehen wir da. Da, da, da. Komm, jetzt mach ich ne. Vor allem, ich meine, für mich ist ja mein Test Hosting erstmal nur eine Spieleplattform ursprünglich gewesen. Das waren halt einfach so meine ersten Versuche, Server irgendwie extern zu hosten. Also bevor ich dann hier angefangen habe, meine eigenen Server zu hosten. Oh, explodiert. Da ist ein Ei. Da ist noch ein Ei. Oh mein Gott, 2 Eichen. Nein. Danke. Danke. Klappe. Und dementsprechend, ja, ist das für mich persönlich jetzt eher so nicht so ganz so problematisch, dass der Server down ist, aber es, ich meine, es gibt ja auch noch andere Kunden außer mir. Und viele davon sind sogar zahlende Kunden. Und wenn dann einfach mal da so ein ganzer Tag so ein Server down ist, ist das für Kundenkreis nicht gerade so amüsant, denke ich mal. So. Okay. Haben wir eine Schippe? Wir müssen eine Schippe haben. Hier haben wir. So, Replacement Tool brauchen wir zum Glück erstmal nicht mehr. Wir können jetzt erstmal hier die ganze Erde abbauen und dann müssen da hinten Trennwände rein, da muss eine Wand rein. Richtig schön mit Fenster. Also wisst ihr schon, hier Gitter. Dann müssen wir dann wieder gucken, was für ein Holz wir verwenden. Ach da. Ich wollte gerade sagen, Ufer war doch noch an der Ecke so ein Holzstück. Danke. So, hier ist alles weg. Sehr nice. Cool. Also das Dach sieht schon tatsächlich extrem geräumig aus. Was wir jetzt noch brauchen, ist erstmal leere Taschen. Und dann brauchen wir Holz. Und fand ich gerade wenig. Komm her.
ist umzingelt. Ob du glaubst oder nicht. So, wir brauchen Holz. Da. Der ganze andere Kleideradatsch kann erstmal hier rein. Ja, Wolle kann auch erstmal da rein. Wobei, das ist ja schon fast fertig wieder. Können wir gleich mal hier mitnehmen. Achso, siehst du, wir haben Blaubeeren. Kann ich ja mal gucken, können wir auch Blaubeeren ansetzen? Da. Ja, vielleicht gar keine so schlechte Idee. Vor allem, ich weiß gar nicht, ob die Blaubeeren an sich dann auch nachwachsen. Könnten wir direkt mal probieren. Dann kann die Scheiße nämlich weg. Kotzt mich optisch gesehen sowieso ein bisschen an hier. Passt alles nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. So, dankeschön. Und da kommen jetzt diese Blueberry-Dinger hin. Digga, die spawnen aber relativ schnell hier. Muss man halt schon mal so sagen, ne? So, das wären dann die vier, die wir gepflückt haben. Zusätzlich machen wir aber nochmal selber ein. Hier kommen sie, können wir ohne einzeln machen. Bam, so easy. So. Jetzt dann wieder kehrt Marsch. Was sollten wir jetzt eigentlich machen? Taschengeld. Das heißt, nein. Hä? Ach so. Wow, nein, wie kann man lernen? Wie kann man. So. Achso, das war ja hier rotieren. Hier schon wieder. So, ja gut, okay. Also, das kann da rein. Das kann alles hier rein. Das kann noch da mit rein. Holz haben wir. Achso, beziehungsweise. Das kann da mit rein. Ne, das Replacement Tool nehmen wir mal mit. Das können wir vielleicht tatsächlich gebrauchen. Ja, wir haben doch noch keine Fenster drin, da fällt mir gerade auf. Hä? Diese Seitendinger fehlen hier komplett. Die Fenster sind alle viel zu breit. Aber ganz ehrlich, könnte man sogar so lassen? Fragezeichen? Muss man überlegen. Weil so wirkt es wieder drum zu offen. Nee, ich warte überall noch diese Dinger hin. Keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht hatte. Nehme ich das tollste ein bisschen mal mit. Ich hoffe mal, dass es das Holz, was wir hier und was noch haben. Achso, siehst du, wir haben ja hier noch. Ah, siehst du, alles easy. Da haben wir doch noch alles, was wir brauchen. Gottes Willen, und ich stelle mich hier so. Ah, nee, ist ein anderes Holz. Sieht das gut aus? Ich weiß nicht. Oh Gott, das ist wieder so eine Experimentierphase. Wobei, doch, das geht. Ah, haben wir gleich noch ein bisschen Kontrast drin, finde ich ganz praktisch. Ich hoffe mal, im Gesamtergebnis sieht das dann auch. Doch, das geht voll klar. Doch, das ist nice. Der Kontrast ist tatsächlich positiv. Positiver Natur. So. Gucken wir mal jetzt kurz. Doch, das sieht geil aus. Ah, doch, so lassen wir das. Okay. Nein, bitte. Komm, ach, komm. Ach doch, haben wir doch da. Okay, viel schneller war es jetzt auch nicht. Leck mich. So. Oh, hier kommt dann später die Tür rein. Wobei ich echt am überlegen bin, ob wir noch irgendwie eine Hintertür reinziehen. Packen wir dann aber nicht mittig, sondern also nicht da so hin, sondern wahrscheinlich dann erst so da hinten irgendwie so in die Ecke gepackterweise, so eine kleine unauffällige Seitentür oder Hintertür quasi, damit wir dann auch damit wir quasi so einen Weg zu unserer Baracke haben. Aber ich glaube, sobald das Ding hier fertig ist, wenn wir das Ding dann als primäres Haus sowieso aufgeben und für so eine kleine Gartenlaube brauchen wir keine extra Tür. Da reicht ja so ein Trampelpfad dahin auch komplett aus. Ich habe meine W-Taste, die will ich immer aufhören zu laufen einfach. Das ist doch Zeitverschwendung.
So, jetzt können wir mal gucken, ob schon mittlerweile Busch gewachsen ist. Hallo? Dann Busch. Gibt's den Buschkin? Irgendwie noch nicht so ganz. Busch? Busch, Busch. Ach, lassen wir mal. Okay. Das braucht noch ein bisschen. Da kümmern wir uns lieber erstmal hier um unser Treppe. Wir brauchen eine Treppe. Und wir haben nach oben hin tatsächlich so viel Platz, dass wir die Treppe auch inlang legen können. Das ist tatsächlich geil. Da brauchen wir hier nicht irgendwie rum experimentieren, sondern dann nehmen wir einfach das Ding hier. Bam, 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 bam. Das Fenster hier klatschen wir zu. Und dann bauen wir uns hier so eine richtig schnieke Treppe. Ich würde das eigentlich so aus dem Holz hier machen. So, mal gucken, wie das optisch aussieht. Nee. Das machen wir mal lieber so hier. Are you crazy? Oh, okay. Nee, aber du Arschloch. Du Arschloch. Okay. Jetzt kommt die Frage, auf welcher Höhe machen wir die Deckenpfeiler? Ich würde das gerne schon ein bisschen so auf Kopfhöhe haben, damit es beengter tatsächlich aussieht. Das hat dann einfach so einen optischen Effekt, den ich persönlich extrem feier. So hier quasi. Sollte das quasi ganz gut passen, genau. Na komm. Wobei, das ist noch. Na nee, ein Schiefer machen wäre dann wieder zu beengt. Nee, so ist das in Ordnung. Ich überlege gerade, ob es nicht besser wäre, wenn ich die hier so hinmache. So, dann haben wir die quasi direkt an der Ecke, ja, so Eckenkinder, kennt man ja, die Typen aus der Gosse. Hey Ronny, das ist aber nicht das, was du da sagst. Ich komme auch aus der Gosse, das ist voll schön und so. So, ja, jetzt, wo ihr jetzt deine Mutter, Fluchtzeitgedächtnis. Hä? So hier? Ja. Doch, ist korrekt. Nein, ist nicht korrekt. Das macht mich ja bescheuert. Doch, ist korrekt. Menschenskinder. Kriegst ja auch eine Macke. So ungefähr. Ja. Jetzt sitzen wir hier so ein Stäbchen lang. Jetzt hier noch so ein Stäbchen lang. So. Und das Ganze, jetzt gucken wir, welcher Abstand das hier hat. 1, 2, 3, 4, 5er Abstand. Das heißt also. Ne, wir Page for Illegal Bomb Access. Könnte das passen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, passt nämlich genau nicht. Scheiße. Ist sowieso eine so ungerade Zahl. Egal, wie wir das machen. Ja, okay, fuck off, dann ist es halt so. Dann machen wir das hier so. Dann haben wir praktisch hier einen kleinen Gang nach innen. Ich hoffe mal, es sieht nicht so scheiße aus. Das könnte tatsächlich sogar als Stilmittel dienen. Wenn es nicht passt, ist einfach ein Stilmittel. Fertig. Neueste Ausrede. Das muss so sein, es ist ein Stilmittel. Hä? Digga, ist
doch hier. Ich denke mal, ich baue voll Scheiße. Brauche ich wahrscheinlich auch. Ja, das war falsch. Das war Scheiße. Hä? So. Idiota. So. Das passt so schon mal. Jetzt kommt das Ganze gleich auch noch. So, jetzt mal gucken, ob unser... Ja, unser Couteau ist fertig. Unser Couteau. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt beide Bahnen voll bekommen. Wahrscheinlich eher weniger, aber der Wille zählt. Kann ich hier abbieten? Nein, kann ich nicht. Schade. So, 88. Tram 88. Kennt die jemand? Die fährt in Dingsabumster. Friedrichshain, also kurz so quasi dahinter. Da gibt es eine Straßenbahn, also quasi so ein Straßenbahnmuseum. Da fahren so extrem alte Straßenbahnen. Und da heißt Straßentram 88. Heißt das Ganze? Heißt das denn so? Heißt das? Habe ich mir nicht ausgedacht, ja. Ey, ich war immer voll brav und so ein Schwein! Habe ich das aufgenommen? Hä? Ja, habe ich. Beziehungsweise wahrscheinlich. Eher nicht. So, wir haben noch 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och. So, jetzt haben wir noch 4 Stück. Die machen wir hier richtig schön. Gespiegelt, Digga. Boom. Headshot. Easy. Bei dem nächsten Ernten wird gerade das Feld voll. Das verspreche ich euch. Ja. Da haben wir quasi, haben wir schon Erfahrung mit, ja. Langjährige Folterknecht-Erfahrung. 1, 2, 3, 4, 5 und da kommst du hin. Hey! Und der bitte, bitte, danke. 1, 2, 3. 4, 5, genau. Danke. So, jetzt hier wieder genau in dort. Moonwalk, ich laufe rückwärts. Okay. So, da sind die Hauptträger schon mal vorhanden. Gucken wir nur, ob wir die noch irgendwie optisch verschönerisieren können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das hier auch hinhaut. Eigentlich müsste es jetzt hier genau vom Maß her genau gleich sein, da wir unten in diesem Sektorprinzip arbeiten und die Sektoren alle gleich aussehen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, es passt perfekt. Gut, hier ist jetzt natürlich nicht, weil hier darf ich die Scheiße noch wegmachen. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr nach oben. Spaß. Aber wir können hier gleich zumachen. Spaß. Ja, die Frage darf man sich mal stellen. Habe ich nämlich heute nicht schlecht geguckt, als ich auf mein Lappy
hatte nämlich genau in dem Moment auf mein Laptop rüber geschaut und da habe ich gesehen, hä, da hat jemand versucht als Walker anzumelden? Hä? Warum jetzt als JJK1? Und jedes Mal mit der gleichen IP, die sehe ich ja hier. Und ja, da war er denn. So, naja, der alltägliche Wahn eines Serverinhaber. So, okay, jetzt kommen hier noch die Querdinger dran und dann. Da wollte ich wissen, ob du das sicher ist. Was? Ob das sicher ist, da das bei mir ohne Passwort ging. Walker ist ja mein Hauptkonto, das ist definitiv mit Passwort. Und zwar eins, das gute 24 Zeichen hat, das ist nicht so, ja. So, jetzt haben wir schon mal so unser Dingsterbums, das können wir hier hinten quasi überall Kisten anlegen, wenn wir denn Lust drauf hätten. Jetzt kommt, wie gesagt, die Frage, Gott, mit diesen Typen haben wir schon wieder Überlänge bei den Folgen. Jetzt die Frage, was machen wir hier mit den Seiten? Nehmen wir da Holz? Und wenn ja, wäre die Frage, was für ein Holz? Da würde ich tatsächlich sogar das Holz hier benutzen. Einfach weil wir unten schon die anderen beiden Holzfarben haben. Von daher machen wir das am besten noch einfach so. Wir nehmen jetzt hier vorne richtig schön mal. Ja, erstmal hier so ein Stack reicht erstmal. Und da heißt es jetzt hier. Na gut, das wird nichts mehr. Hätte ich mal die Dirt lassen sollen. Hätte wenigstens keinen gestört. So, jetzt kommt hier so ein großes Fenster rein. Die Frage ist, die ich mir jetzt gerade stelle, soll ich das Fenster jetzt so groß lassen oder soll ich das lieber ein bisschen so einengen? Weil man soll ja nicht rausgucken, sondern es geht nur darum, dass da gerade Sonnenlicht reinkommt. So, das gleiche dann natürlich hier. Hä? Ja, eben, wir haben ja gar keine. Kommt jetzt jemand on? Ist unsere gesamte gedankentechnische Ruhe gestört? Ich sollte zum Kloster gehen. Ja, schon geht das hier nämlich mit dem Fenster auch gar nicht mehr. Das ist natürlich scheiße. Gut, und ein Riegel ist definitiv zu wenig. Heißt also, ich werde dann wahrscheinlich doch das Fenster einfach unten verfrachten. Also so hier, da kann man zwar tatsächlich rausgucken. Aber gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn man hier rausgucken kann. Das geht ja tatsächlich. So, jetzt hier natürlich gleich. Ach, machen wir am besten hier, bevor ich hier noch einen Krampf bekomme. So. Und dann kriege ich hier noch einen. Elliptischen Kotzreiz. Ja, die Folge wird wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen länger. Ist aber hoffentlich nicht so schlimm. Ne? Weil sowas keine Special. Springen euch alle um Folge hier. Scheiße. Nein, 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 nein.
würde nämlich gerne noch die drei Seiten machen und dann hier noch die Gitter einziehen. Sowohl hier als auch unten denn. Dann haben wir das nämlich alles geschafft komplett. Ja, wie gestalten wir jetzt die Seite hier? Lassen wir die... Ich bin am überlegen, ob wir die hier so quasi jetzt offen lassen. Also diesen Zweier-Ding offen lassen. Oder einfach schließen. Das ist jetzt tatsächlich die Frage. Nee, komm, wir schließen die Seiten. Können wir später der zur Not nochmal aufmachen. Aber jetzt erstmal sagt mein inneres Wohlgefühl, dass wir das Ding lieber schließen sollten. So. Und jetzt letztendlich noch hier. Das Ding. Oh Gott, hier ist auch wieder. Ach, Mann. Och, leck mich doch. Herr Lehrer, ich komme nicht an mein Fach ran. Es ist so hoch. Ja, meine liebe Schülerin. Das hier ist ja auch eine Fachhochschule. Ach ja, die guten alten Schülerwitze. Wie werden die alt? Nicht so, zumindest nicht so schnell wie ich. Klar, ich meine, Schülerwitze über Schachspiele kann man heutzutage nicht mehr bringen, weil keiner kennt mehr Schach. Oder gute alte Diskettenwitze. Aber gut. Okay, wir haben Holz. Ich weiß nicht, mit den S-Bahn, das wird definitiv zu hell werden. Deswegen bin ich echt, würde ich lieber das hier benutzen. Machen wir auch, komm, ganz ehrlich. So, es wird wahrscheinlich schon wieder viel zu viel werden. Ich mache erstmal 80, sollten definitiv bei weitem reichen. Es ist wahrscheinlich, scheiße, sowieso schon wieder viel zu viel. So wie ich mich und meine Einschätzung kenne. So, was hätten wir? Jetzt einmal runter, bitte. Es ist viel zu viel. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gestern. Und dann wundere ich mich, dass meine Kisten immer so voll sind. Und ich habe Hunger. Dankeschön. Das Witzige ist, ich habe auch gerade im echten Hunger. That is strange. Gut, ist auch mittlerweile Abendzeit. Ist halt 7. Also 19 Uhr. Ach ja, sicher, bestimmt. Der Forum hier gibt es ja auch noch. Der könnte es tatsächlich. Ja, eben siehst du. Schon aber nur noch 20. Ha! So viel zu dem Thema, von wegen es sind zu viele, ha? Das war genau durchkalkuliert, das sind aber leider zu wenige. Fuck! Wobei? Doch, sind zu wenige. Ich brauche noch 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10. Machen wir es so, dann haben wir... Ich habe noch gar nicht geguckt, ob es von der Farbe überhaupt passt. Aber doch, sieht tatsächlich hier unten tatsächlich geil aus. Ja, doch. So stimmt der Kontrast. So ist das geil. Okay. Was jetzt noch fehlt, ist ein bisschen Licht. Sonst ist es da so dunkel. So, machen wir hier noch eine hin. Hier noch einer. Und hier noch einer. Dann passt das. Eigentlich habe ich hier in der Mitte immer gerne so einen Kronleuchter. Können wir eigentlich auch installieren. Ich weiß gerade nicht, wo die Mitte ist. So, das müsste die Mitte sein. Jetzt hängen wir hier ein so ein Ding ran. An das Ding, ja, an das Ding. Ja, Ding. Kommt jetzt so ein Ding ran. Und an das Ding kommen jetzt vier wunderschöne Fackeln. Oh, sieht das geil aus. Oh, sieht das scheiße aus. Das gleiche hier auch nochmal. Ich hoffe, ich bin jetzt wieder auf Flucht. Ja. Und schon haben wir hier in der Mitte schön zwei fette, dicke, fette Kronleuchter.
Bam. In Oldschool. Und in der Mitte ist ausgeleuchtet. Sehr schön. Ich klatsche einfach mal überall Fackeln dran. Kann ja nicht schaden. So. Easy. So, dann machen wir noch ganz schnell die Tür und dann sind wir fertig hier für heute. Dann habe ich heute auch gut gesehen. Haben wir noch S-Bahn-Holz oder dieses andere, also wie das da unten da, das Holz. Ich würde nämlich die Tür doch schon gerne, also bei der Tür jetzt nicht die Farblook abbrechen, sondern da tatsächlich mit dem Farblook weitermachen. Ha! Oh, schöne Sträucher. Das wird geil, das wird ultra geil. Nein, haben wir tatsächlich nicht mehr. Das ist ja scheiße. Das ist ja Bullshit. Fuck, was machen wir jetzt? Ich hab's doch auch gebockt, extra für einen Baum zu fällen. Erstens dauert zu lange und zweitens kein Bock. Weißt du was? Bevor ich mich hier noch anfange selber zu hassen und die Folge sowieso schon so lang, dann wird es halt eine super Special-Folge. Ist mir jetzt auch scheißegal. Nein, der letzte war zu viel. Was? Wo hat der den jetzt gesetzt? Oh, davor. Ups. Alles andere würde auf kurz oder lang einfach scheiße aussehen. Deswegen gebe ich da lieber mein Gefühl nach. Die haben mich bisher, was optische Sachen angeht, noch nie im Stich gelassen. Alter. So, hier ist bereits ein... Genau. Easy. So, sehe ich jetzt nochmal in die Richtung hier. Dann ist unser Holz wahrscheinlich auch fast leer. Dann müssen wir. Oh, ja. Das war jetzt. Hä? Wieso steht das hier nicht? Oh! Hier, fehlt an manchen. Nee, hä? Nee, doch, so richtig. Zwei steht über. Was aber falsch ist, ist das hier unten. Hier fehlt an einer Stelle. Fuck, wir haben das nicht dabei. Oh Gott, nee, egal, wie gesagt, die Folge hat sowieso schon über Länge. Fuck the shit. I'm out. So. Dann holen wir nochmal einen Schnell hier. Machen wir jetzt auch ein bisschen Schnelldurchlauf hier. Schön mit Cheaten hier überall. Ah, brauchen wir genau ein Stück. Oh, wir haben hier sowieso noch. Oh, 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 oh. So. Hat er schon wieder? Paul, danke vielmals. Ich gehe jetzt auf Michael und tschüss. Achso. Ja, nee, ich mache gerade Aufnahmen. Da musst du warten. Sorry. Aber Aufnahmen gehen halt leider vor. Tatsächlich. So. Kriege ich das jetzt hier noch ran gebatscht? Nee, kriege ich definitiv nicht ran gebatscht. Oh, Alter. Doch, kriege ich ran gebatscht. Yay. Okay, dann sieht das jetzt so tatsächlich sogar schon mal ganz brauchbar aus. Meine Villa am Strand. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Okay. So, und wie gesagt, ganz ehrlich, Leute, ist mir gerade alles sowas von scheißegal. Give me MCL Default. Ist ja mein Test. Pinewood. Und zwar brauchen wir 6 Stück. So. Ne, wir brauchen nur 4 Stück. Doch, braucht 6 Stück. Also richtig. So. Ich hoffe, es hat keiner gesehen.
Aber ich habe jetzt echt keine Lust, nochmal da hinten hinzurennen und so einen Wald, so einen Baum abzuschlagen. Oh, reicht noch genau. Wow. Achso, wir brauchen aber sowieso noch welche für die Tür. Das war klar. Weißt du, da dachte ich schon mal, es wird perfekt, ja? Und dann ist das perfekt am... Ah, okay. Ich glaube, da kriegt man ja immer nur eine Tür. Ganz schön geizig, das Spiel. Ernsthaft. Oh, was wäre zumindest nicht passiert. So, jetzt bin ich mal gespannt, hoffentlich klappt das. Nein, es klappt natürlich nicht. Doch, klappt. Yay! Okay. Das war's dann auch. Das Let's Play ist damit abgegolten für diese Woche. Ja, unsere Villa am Strand ist fertig. Ich hoffe mal, ist jetzt auch alles geschützt. Sieht aber so aus. In die Höhe auch. Ja, okay. In die Richtung ist auch geschützt komplett. Ja. Und in die Richtung ist auch geschützt komplett. Ja. Geil. Unser Feld ist ja sowieso schon geschützt. Cool. Ey, sieht doch geil aus. Digga, das mit den Farben passt echt tatsächlich gut hier. Hier würde ich tatsächlich sogar ein bisschen offener lassen, aber leider gibt es halt keine größeren Türen. Das ist halt das Problem hierbei jetzt. Gut, können wir vielleicht später noch ein bisschen verschönern? Oder ich lasse es einfach größer wirken, indem ich hier... Alter, jetzt kommt wieder hier der Grafikdesigner. Ah, warte mal ganz kurz. Würde das optisch ja funktionieren? Ich habe gerade absolut keinen Plan. Das sieht so scheiße aus. Oh Gott. Das sieht so scheiße aus. In meinen Gedanken sah das besser aus. So, zu meiner Verteidigung. Man lasst mich doch in Ruhe. Ja, so sieht es auch schon. Das, so sieht es auch gleich viel besser aus. Okay. Jutchen. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Let's Play für die Woche. Und ja, dann habe ich erstmal alles für die Ferien und für die Woche nach den Ferien aufgenommen. Heißt also, ich habe erstmal in den Ferien komplett Ruhe und dann machen wir nach den Ferien. Also ja, wie gesagt, habe ich jetzt für 3 Wochen gleich aufgenommen. Das war's denn. 3 Tage lang durchweg aufnehmen. Ach so. Das kommt schon ab der Scheiße gemacht, weil das Fenster fehlt, aber da geht ja die Treppe lang. Digga, das Haus sieht tatsächlich fast so geil aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Mit mehreren Stöckewerken würde es zwar noch viel geiler aussehen, aber das würde jetzt einfach viel zu lange dauern. Ja, und nächste Woche heißt es dann hier wieder in der Höhle weiterarbeiten. Da freut euch schon mal drauf, ihr kleinen Spackos. Ihr wolltet es ja, ne? Ihr wolltet es ja, ihr wolltet es doch alle. Ihr liebt doch alle meine Höhle. Ach, ausräumen. Inventar ausräumen. Alles später, alles nächstes Mal. Ich bin durch. Ich hab keinen Bock mehr. Die Folge geht verdammt wahrscheinlich sowieso schon wieder viel zu lange. Ich hab keine Ahnung wie lange, aber weit mehr als eine halbe Stunde. Ja. Weit mehr als eine halbe Stunde. Wird das eine Stunde? Ja, und nächste Woche. Das waren gerade mal 40 Minuten? Digga, wieso ist mein Zeitgefühl so gefickt? Ja gut. Dann hatte die Folge halt nur etwas zu überlegen. Schau mit V. Ihr Bitches.